Venezuelas Präsident Nicolas Maduro beschuldigt Portugal, hinter einem Truthahnengpass in Venezuela zu stecken. Er hatte versprochen, das traditionelle Weihnachtsessen an die Bevölkerung zu verteilen. Was ist mit dem Truthahn passiert, fragte der Präsident bei einer Fernsehansprache. Portugal sabotiert uns. Zwar habe man in Venezuela alles Geflügel aufgekauft, doch müssten zusätzlich Truthähne importiert werden. Die zwei schwer beladenen Schiffe aus Portugal seien jedoch nie angekommen. Hintergrund sind die europäischen Sanktionen gegen Venezuela. Um portugiesische Truthähne zu importieren, hatte der mittelamerikanische Staat seine Rechnungen über öffentliche und private Bankkonten begleichen wollen. Doch die internationalen Strafmaßnahmen machten Maduro einen Strich durch die Rechnung. Die Bevölkerung des ölreichen Staates leidet seit Jahren an Lebensmittel- und Medikamentenengpässen. Viele Menschen sind bereits ausgewandert.